Oh. Achso. Ich will hier noch das Campfire und so, damit. Aber du machst das total liebevoll, habe ich dir das schon mal gesagt? Ja. Nein. Nein, hast du nicht. Du machst das total liebevoll. Ich muss auch immer voll betteln und so. Ach Quatsch. Wir sind doch ein Herz und eine Seele. Ja, sind wir auch. Oder zwei Herzen also und eine Seele. Und ein Doppelherz. Weiß ich nicht. Das ist einfach die Chemie zwischen uns. Oder die Physik. Chemie zwischen uns. Oder die Mathematik. Mathematik? Ja. Warum? Warum Mathe? Weiß ich auch nicht. Der Dustin hat übrigens Mathe als LK. Als Leistungskurs? Mhm. Ich hatte Physik. Bei einem Gott. Der schlimmsten, aber auch wirklich sympathischsten Menschen. Aber der hatte das auf ja! gemacht. Ja! Oh! Oh! War das dein Mathelehrer gerade? Wir haben ein Problem. Nein! Wieso bist du Nein! Respawn in 5 Sekunden. Ach du Scheiße, jetzt graben sie sich runter. Okay. Hallo. Warum spawne ich in der Mine bitte? Und warum ist mein Inventar weg? Ja, weil... Was? Dein gesamtes Inventar schon wieder? Ja. Dein Ernst jetzt? Jetzt ehrlich? Nein, nur der Gürtel. Meine Fresse. So, sind da noch, ist da noch mein Körper? Liegt da noch mein Kadaver? Nein, ich hab das. Achso, sollen wir mal hochgehen? Kannst du hier eine Leiter hinmachen vielleicht? Sag dir dann eine Leiter? Ja, warte, aber das Blöde ist, dann kommen die Zombies auch hier hoch. Wenn wir da jetzt einen Stein oder so hinlegen. Ja, ich mach das schon eine Leiter. Boah, wie kamen die denn hier hoch? Ups, was ist das? Boah, ich hab mich voll erschrocken. Ah! Toll. Die kamen da über diesen einen komischen Holzblock, glaube ich. Ist egal, komm erstmal her. Was war denn hier dein Zeug? Schrotflinte, Submarine Gun, dann habe ich eine Pistole. Ach, hier. Trinken, warte. Essen. Warte, da. Trinken, Essen? Ja, ich hatte mal oben holen. Fleisch hatte ich auf jeden Fall. Und zwei, drei Wasserflaschen. Na warte, nimm jetzt hier erstmal mein Fleisch. Das hat sich irgendwie gesteckt. Und dann musst du dir oben nochmal Wasser holen. Ich habe auch selbst gerade nur eins. Na gut, es geht ja im Moment. Auf jeden Fall vielen Dank. Jo. Die Munition ziehe ich mir noch da rein. Dann habe ich noch eine Taschenlampe. Das ist gut. Ach, Wasser habe ich ja genug. Was habe ich denn hier noch? Katzenfutter? Oh, ja, sehr schmackhaft. Sehr delikat auf jeden Fall. Okay, dann schnappe ich mir mal wieder die Schrotflinte. Ist denn das Problem jetzt beseitigt? Kommen die hier nicht nochmal hoch? Ja, es ist beseitigt. Oh, sehr gut. Ja. Also, ich würde das hier mal, dieses Zeug zum Bauen geben. Ich weiß gar nicht, doch, das hier, du kommst mit in die Wüste, oder? Kannst auch springen, ich sehe dich gerade. Ja, er kommt mit, gut. Boah, was ist los da? Sage mal. Was ist denn da los? Ich mich hier so... Kann man hier nicht noch so einen Zaun machen oder so? Ja, kannst du machen. Boah, das Blöde ist... Tut mir leid, Leute, wenn ich jetzt nicht so viel baue, beziehungsweise ich habe noch gar nichts gebaut, aber ich habe auch kein Holz oder sonst was gesammelt und das ganze Scrap Metal habe ich der Jorde zur Verfügung gestellt. Aber ich werde in Zukunft auch mich mal hier so ein bisschen beteiligen beim Crafting. Aber die Jorde müsst ihr eigentlich auch aufnehmen. Da müsst ihr sie eigentlich mal überreden. Ja, überreden. Sie hat jetzt so einen NASA-Rechner, diesen NASA-NSA-Rechner. Den gab es jetzt im Angebot bei Kick. Für einen Fünfer. Fünfer. Ich habe ganz schön ordentlich heftig viel Geld reingesteckt in das Ding, aber es hat sich gelohnt. Es läuft. Ich habe ja 9. Bärbel funktioniert ja nicht mehr. Genau, der heißt jetzt auch nicht mehr Bärbel, sondern... Maxwell! Maximum Power. Ja, Campfire. Ja. So, nochmal drei machen. Ich weiß gar nicht, wie mein PC heißt. Könnt ihr eigentlich mal in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir mal so einen Namen vorschlagen. Du hast doch einen Namen. Hatte ich einen Namen? Nein, ich habe keinen Namen. Du hast gesagt, der heißt Hubert oder so. Oder Horst? Harald, nee, keine Ahnung. Harald. Ich glaub, das Harald war aber bestimmt nicht ernst gemeint von mir. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. Zombies auf die Omme. Zombies? Zombie. Hallo. Also jetzt haben wir wenigstens schon mal ein bisschen gestützt hier. Das hast du total toll gemacht. Ich bin so total stolz auf dich. Bin fast einmal rum. Aber auch das muss ausgebessert werden. Wie gesagt, ist jetzt gutes Material, aber nicht das stärkste.
Ich will das Stärkste. Wir bauen hier so Diamantengedöns hin. Ja, wenn es sowas gäbe, ne? Weißt du eigentlich oder weiß man überhaupt, wann das neue Update denn erscheinen soll? Nee, ich habe keine Ahnung. Das wäre nämlich ganz interessant, aber ich glaube, dann wird es noch schwieriger. Ich habe letztens wieder auf der Seite geschaut, aber da war nichts. Ups. Ich glaube, ich hätte mal in der Wiki ab und zu nachschauen sollen, aber irgendwie... Ich nehme mir das immer alles vor und dann steht die nächste Aufnahmesession dann wieder da vor einem. Tja. So, nächstes Campfire. Es wird ja hier. Wie findest du das? Ich weiß jetzt nicht, die Grafik. Das ist cool. Nee, das gefällt mir insgesamt alles ganz gut. Wobei die Festung natürlich, da müssten wir echt noch viel bauen, aber wir haben ja bis jetzt auch noch gar nicht so lange gespielt. Also, das ist ja wirklich mit Minecraft jetzt zu vergleichen. Man muss echt viel Zeit hier rein investieren und kann sich dann aber auch in eine coole Festung bauen, wo die Zombies dann nicht mehr reinkommen. Ihr habt ja auch gesagt, wir sollen eine Festung machen. Also ich glaube schon, dass man sich so einen Status Quo hier erarbeiten kann, oder? Ja, doch. So ein hier, so ein Remis quasi, wie im Schach, dass beide Parteien miteinander leben können. Na, das weiß ich nicht, aber... Naja, nicht also, miteinander leben können, aber so, dass die Zombies nicht reinkommen und wir immer wieder die Zeit bekommen, um uns hier alles wieder ganz zu machen. Ich habe gerade kein böses Schimpfwort, Freunde, das war ich nicht. Alles gut. So. So, ja, mach dir hier mal weiter. Ich gehe noch mal kurz in die Mine und so ein bisschen Abwechslung, ne? Ich wollte eigentlich mal das Ding hier mir krallen. Ja, ihr könnt ja mit in die... Ah, nee. Ja, wenn ihr runterkommt, dann würde ich oben aufräumen. Sagt einfach Bescheid. Oh, okay, ich komm wieder hoch. Ihr könnt runtergehen. Ich habe gar keine Spitzhacke mehr. Oh, ich habe eine noch. Achso, da bist du ja das Ding. Also mir ist es egal. Ihr könnt gerne in die Mine gehen. Oder andersrum... Ja. Dann komme ich und arbeite wieder ein bisschen mit an der Mine. Arbeite in der Mine, du Stück. Bitte. So, bin dabei. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Wer war denn das? Das war das Radio, das örtliche Radio. Manchmal kommen hier noch so ein paar Funkwellen durch. Verstehe. Das ist ganz cool. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt wieder unten in unserem kleinen Kapuff hier. Also ich bin hier auf deinem provisorischen Steg aus Altmetall. Verstehe. Ich hoffe, dass das beleidigt jetzt nicht dein Konstrukt hier irgendwie in irgendeiner Weise. Das ist das, was man schnell hinkriegt. Also ich finde es sehr schön. Das muss man, falls das jetzt einer mal nachmachen will und jetzt nicht auf meinen Bildschirm ja gucken konnte, also man muss erst Iron machen und dann aus Iron machst du diese Forging Metal, das ist diese komische Band. Ja, ich höre dir gerade total zu. Ich mach das jetzt hier die Zuschauer, Mensch. Nein, das Problem ist, ich bin manchmal einfach zu faul und lass euch immer arbeiten. Aber erzähl ruhig weiter, das ist alles sehr interessant. Ich merk schon, das soll jetzt nicht für dein, das soll jetzt Zuschauer sein, die das vielleicht mal nachbauen wollen und ich kenne also aus dieser... Mach's doch so auf Peter Lustig einfach so. Metal, meine lieben Kinder. Ja, nee, und da machst du halt diese Pipes und die musst du einmal anordnen in... wie so eine Kiste halt, wie bei Minecraft so eine Kiste und dann hast du es. Kommt jetzt Dinge raus. Hast du nur eine Spitzhacke oder nicht? Kann dir eine machen, mein Schatz. Ach, du bist... Pass auf. Mein Schatz! So, Schatz! Pickaxe. Hier. Pickaxe, besser. Cool, danke. Wir müssen irgendwann mal abstürzen, oder? Habe ich das Gefühl. Ja, wäre bald soweit. Dustin? Na, ist egal. Wir gehen jetzt sowieso gleich in die Wüste. Was macht der Dustin? Hat der einen Plan? Schreib mal irgendwas. Ich habe ihm auf jeden Fall was von meinem Metal-Zeug da abgegeben. Oh, hier ist Iron. Ich bin übrigens hier der ultimative Zombie-Slayer mit 122 Zombies und einem Tod. Ja. Wiederbeleben wäre so cool eigentlich. Prinzipiell jetzt nicht normal. Stütz mal schön an. Was? Wir müssten Hardcore spielen. Wenn man tot ist, ist man tot. Was? Dann wäre ich jetzt total zutiefst betrübt. Ja, es... Sie haben zu tierig...
zu gierig in die Tiefe gegraben. Was haben sie Betty? Erweckt. Langsam müssten wir wieder abstützen. Bau mal jetzt nicht weiter rein. Ich wollte auch kurz mal... Was, ich soll weiter reinbauen? Okay. Warte mal. Und, hi, Dustin. Und ich gehe mal kurz mein Inventar leeren und dann, wenn es der hell wird, dann machen wir flinke Füße. Flinke Füße, ja, okay. Ah. Oh, ich brauche Wasser übrigens. Auf zu looten. Ach, die kriegt immer alles mit, das ist schrecklich. Nee, das ist Blödsinn, was ich hier mache. Oh Mann! So. Das sieht eigentlich ganz cool schon aus. Gut, viel haben wir noch nicht. Aber gut, ich komme dann auch schon mal langsam hoch. Dann können wir uns ja jetzt gleich schon mal in die Startlöcher begeben. Ich schnür schon mal meine Turnschuhe, pack meinen Rucksack auf. Das ist ein Insider zwischen mir und dem guten Patrick, der übrigens den gleichen Namen hat wie ich. Unglaublich. Falls ihr das jetzt hier mal guckt, was ich jetzt nicht glaube. Ich meine, das kann man nicht länger als eine Folge hier ertragen. Aber ja, einfach mal sei gegrüßt. Und seine Frau natürlich auch. Und seine Kinder oder sein Kind. Ach so, ich weiß, wen du meinst. Ich glaube, der hat nur ein Kind. Was heißt nur? Also, er hat ein Kind. Also, ein Kind ist ja schon genug. Wahrscheinlich. Nicht, dass Kinder nicht schön sind, aber, ja? Willst du später mal Kinder? Ja, weiß ich nicht. Wenn ich mir das leisten kann, sagen wir es mal so. Ja, muss man ja heutzutage auch bedenken. Oh Gott. Ich lenke jetzt übrigens nicht ab, indem ich hier auf diese Zombies schieße. Willst du denn Kinder? Nee. Wie, nee? Voll überzeugt. Was? Nee. Was? Da müssen wir aber nochmal drüber sprechen. Aber Kinder für mich. Aber die kriegt man doch heutzutage an jeder Straßenecke. Für einen Fünfer. So ein kleines Mädchen? Die kann man dann auch wieder abgeben, wenn man keine Lust mehr hat. Ich will keine Kinder, jedenfalls nicht in Deutschland. Wie nicht in Deutschland? Willst du auswandern? Ja, so früher oder später wollte ich das schon machen, ja. Was? Dann lässt du uns hier alleine? Sag mal, du bist ja jetzt schon 200 Kilometer von mir entfernt. Güte, 30 Millionen. Ja, wenn du einfach wenn du einfach da hinten wohnst, wo du nun mal wohnst, kann ich ja auch nichts für. Die Leute wissen, wo ich wohne. Kannst du ruhig sagen, dass ich in einer schönen Hauptstadt bin. Schöne Hauptstadt. Ja, das ultimative Quiz. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Gott. Alter, ich kann nicht bauen. Nee, ich weiß nicht hier. Fuck. Sorry, jetzt habe ich auch das Wort. Wir müssen los, Patty. Los, ab. Runter, ich habe keine Muni. Ich habe keine Muni. Komm, ich bin hier auf dem Vordach. Auf dem Vordach bin ich. Ist doch egal, komm jetzt. Ich finde schon was. Nee, nö. Müssen. Die Richtung ist richtig. Kommt ihr? Beide? Beide? Jo, ich dachte dir, das ist shiftet alleine weiter. Nein. Wir gehen dann schon mal, ne, Patty? Bis nachher. Also. Super. Super. Ja, hinten schon mal Feuer gefecht. Die Zeit ausnutzen. Die Zeit ist sowieso total gegen uns. Hallo, Dust. Hast du Muni für mich? Was denn? Was willst du denn? Das ist ja wie letztens. Weißt du, wir gehen auf Reise. Ich sage noch, ich gehe mein Inventar dann noch und so. Ey, das ist unglaublich. Was ja, willst du für Muni? Und jemand da. Ich hätte gerne eine Mini-Atombombe. Dann hätte ich gerne einen Bogen, aber den aus Crysis 3. Dann hätte ich gerne ein Maschinengewehr und ein Luftdruckgewehr aus Metro 2000, nee, aus Last Light, beziehungsweise kannst du jetzt mal sagen, Vorgänger. Was du willst? Und wir dann hätte ich noch gerne eine Railgun. Nee, Muni hier, irgendwie so Muni so. Ja, was denn? Für was? Ja, Pistole oder Schrott. Irgendwas selber gemachtes vielleicht, so mit aus... Ja, nimm. Was denn? Hast du? Achso. Ja. Oh, cool, danke. Danke. Ja, dir. Jetzt ab, die Luzi. Du willst jetzt noch was da ach, oder so. Jolle. Wie letztens. Du hast Hunger. Lass mich raten. Nee. Nee, machen wir weiter. Was? Du hast keine Shotgun mit. Ich wollte nur fragen, wann wir da sind und wo wir hingehen. Aber du schickst mich dann wieder in die Wüste.